Gut, damit möchte ich auch direkt heute beginnen zu unserem, ja, JFD-Workshop mit dem Thema Ausgestoppt. Die ganze Wahrheit zum Stop-Loss. Hier auch gleich der Teaser, mit dem ihr sicherlich auch den Weg zu uns gefunden habt. Ich freue mich sehr, dass heute hier Thomas Wittner am Start war, beziehungsweise vielmehr ist. Er war schon mal Anfang des Jahres mit uns dabei und das Webinar stieß auf sehr, sehr hohen Zuspruch. Insofern freue ich mich, dass wir es geschafft haben, hier jetzt nochmal direkt Anfang Mai einen aufzusetzen. Das hatten wir ja auch schon länger geplant. Thomas, ich schalte mal kurz dein Mic ein, um zu gucken, ob das geht. Grüße an der Stelle, Thomas. Freue mich, dass du da bist. Ja, servus, lieber Chris. Freue mich auch. Hallo. Hey, super. Also, wie gehabt schon, wir schalten gleich den Bildschirm um, beziehungsweise ich gebe ihn dir rüber. Da bist du ja auch schon, sage ich mal, ja, guter Dinge, bist ja schon eingespielt, was das angeht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das heute starten können. Bin schon ganz gespannt. Ich kenne jetzt im Vorfeld nicht deine Meinung zu diesem Thema, beziehungsweise aus die Auswertung. Insofern gehe ich da auch mal völlig unbedarft dran. Freue mich aber, dass wir die Zeit finden. Und kleiner Hinweis noch an der Stelle, liebe Leute, wir haben einen neuen Report gekriegt im Rahmen der, sage ich mal, Verluste unseres Kundenkreises. Und wie wir hier gerade gesehen haben, das PIC wurde ja zum Beginn der Woche aufgelegt, beziehungsweise eben Anfang Mai. Und da war die Verlustquote noch bei 76%. Die hat sich in den letzten, also rollierenden 12 Monaten sogar erheblich verbessert, sodass jetzt hier, oder vielmehr eben verschlechtert, ist der richtige Ausdruck, dass hier sozusagen mehr Privatkonten ja, im Verlust landeten. Und das, ob obwohl eben hier der Stop-Loss gelegt wurde oder nicht, das ist eben genau das Thema. Denn Verluste macht man ja am Ende des Tages mit Stop-Loss entweder oder wenn das Konto crasht oder wenn man eben im Verlust verkauft. Das wird mal gespannt zu beobachten sein, was du da jetzt eben hier rausfindest für uns. Und da bin ich mal auch auf deinen statistischen Background wieder gespannt. So, wer wir sind, JFD Bank, ihr wisst Bescheid, wir haben hier ein reichhaltiges Programm. Ihr könnt hier unter die Webinare auch gern mal einen Überblick euch erhaschen, was wir in dem weiteren Monatsverlauf noch anbieten. Thomas wird sicherlich uns auch weiter treu bleiben mit eben hier Specials. Thomas, an der Stelle ganz kurz die Frage, Stop-Loss-Geschichte, hast du das speziell für den Aktienmarkt angewandt oder war das auch Rohstoff- und beispielsweise devisenübergreifend? Ja, es ist speziell für den Aktienmarkt. Also ich bin ja auf die Aktienmärkte spezialisiert als Trader und als Investor und da habe ich mich eben ausschließlich mit dieser Anlageklasse beschäftigt. Das habe ich mir fast gedacht. Insofern auf jeden Fall wichtige Info an der Stelle. Da muss man natürlich auch unterscheiden. Aber was für den Aktienmarkt gilt, ist ja auch nicht ganz so unrelevant für andere Märkte. Insofern schieße ich dir jetzt gleich mal den Bildschirm rüber. Abschließend noch der Hinweis, liebe Leute, wenn ihr handeln wollt, fair und transparent, wie gesagt, gerade weil Thomas ja auch sozusagen mit den Aktien sozusagen auf Tuchfühlung geht und da seine Expertise zutage fördert. Hier bei uns könnt ihr ja mittlerweile auch bei JFD die echten Aktien handeln, sozusagen rund 700 Blue Chips an der Stelle, also hier auch dividendenstarke Titel, keine Explorer-Aktien oder irgendwelche, sage ich mal, Penny Stocks aus Kanada, das nicht, sondern wirklich nur die großen Blue Chips. Und das ist ja, glaube ich, auch, ja, sage ich mal, eine Reihe von Aktien, die du, Thomas, vertrittst, beziehungsweise auch hier gerade wegen dem Liquiditätsanteil eben auch beobachtest und handelst selber wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. Also Fokus liegt eindeutig auf den Blue Chips. Ich sage immer, wenn man mit denen kein Geld verdienen kann, dann klappt es auch mit den kleinen Werten nicht. Sehr, sehr richtig. Das ist korrekt. So, pass auf, Thomas. Ich schieb den Bildschirm mal zu dir rüber. Okay. Und dann, liebe Leute, dürft ihr gleich mal mir auch das Feedback wieder in den Chat geben. Wie hast du es gern? Ich sehe deinen Bildschirm, deswegen auch nochmal hier aufgerufen, liebe Leute. Könnt ihr auch das Bild sehen? Thomas hört es ja auf jeden Fall schon. Da gibt es mein Feedback. Ansonsten, wenn Fragen sind, soll ich wieder sammeln, Thomas, an der Stelle, dass wir sozusagen dann. Ja, würde ich vorschlagen, Chris, dass wir das vielleicht am Ende kumuliert machen. Ja. Alles klar. So fahren wir wieder ab. Das war genau wichtig. Deswegen, liebe Leute, nochmal Aufruf, wenn ihr eben Fragen habt zu einem bestimmten Punkt, der euch da sozusagen betrifft oder den ihr da abgefragt wissen wollt, sendet uns gern hier in den Chat. Deswegen auch die Interaktivität, die Message, die Info. Ich werde das, wie gesagt, sammeln, weil häufig summieren sich auch Fragen gleicher Art. Und dann würde ich am Ende dann nochmal auf dich zukommen. Wie lange brauchen wir ungefähr? 50, 60 Minuten? Wie ist so die Timeline? Ja, ich hoffe, dass ich um 6 fertig bin. Also 18 Uhr sollten wir fertig sein. Toi, toi, toi. Da wollen wir keine Zeit verlieren. Der Raum ist, wie gesagt, dreistellig gut besucht. Ich freue mich in jedem Falle und insofern, the stage is yours, Thomas. Okay, vielen Dank, lieber Chris. Ja, hallo, herzlich willkommen.
von meiner Seite hier aus meiner Heimquarantäne, wenn man so will, hier aus Wien. Ausgestoppt das Thema heute. Also wir beschäftigen uns mit dem Stop-Loss und Christian hat im Vorfeld schon einige sehr wichtige Dinge gesagt. Einerseits, man sollte emotionslos an die Sache rangehen, man sollte ohne vorgefasste Meinung an das Thema Trading herangehen. Man tradet einfach das, was funktioniert und das, was uns einen Vorteil bringt. Und genauso ist es auch beim Stop-Loss. Also das heißt, wir müssen uns das Thema Stop-Setzung natürlich immer aus statistischer Sicht ansehen. Der Einzelfall und das Thema Trading, das ist sowieso etwas, was sich nicht verträgt. Wir können Trading nur dann erfolgreich betreiben, wenn wir uns mit dem großen Ganzen beschäftigen, wenn wir Trading-Systeme haben, die funktionieren. Wir werden uns dann auch gleich ansehen, wie solche Trading-Systeme in der aktuellen Marktphase funktionieren, ob sie funktionieren oder wie stark sie in den Drawdown laufen oder in den Verlust. Das sind alles Themen, die natürlich wichtig sind und die auch, aber nicht nur mit dem Thema Stop-Setzung zu tun haben. Ja, kurzer Disclaimer an dieser Stelle, wie immer, sicher ist sicher. Ich glaube, die letzten Wochen haben uns alle gezeigt, für diejenigen, die schon vergessen haben, dass die Kurse auch mal fallen können. Und das ziemlich heftig. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der DAX in seiner Spitze um die 40% verloren. Der amerikanische Index ist etwas weniger. Aber es ging jedenfalls ordentlich nach unten und das hat uns natürlich alle mehr oder weniger am falschen Fuß erwischt. Also seit Ende Januar ging es ja los mit den Kurseinbrüchen. Dann hat sich der Markt doch wieder ein bisschen stabilisiert. Aber dann in der zweiten Welle ist es so richtig durchgeschlagen und hat sicherlich das eine oder andere Depot ziemlich dezimiert. Warum? Auch sicher deswegen, weil man hier nicht sehr gut aufgestellt war in Richtung Risikomanagement. Und auch dazu werde ich heute einige Dinge sagen. Okay, dann ja der Hinweis an dieser Stelle, falls jemand die Folien haben möchte, meine E-Mail-Adresse seht ihr hier, office@thomasfittner.com. Einfach eine Mail schicken. Ich versende dann gerne die PDFs mit den Folien, wenn ihr sie nicht ohnehin dann über JFD auch bekommt. Ja, müssen wir schauen, wie ihr zu den Folien kommt. Aber wie gesagt, die meisten Inhalte, die wir heute besprechen, werden wir nicht in den Folien abhandeln, sondern wir werden live gemeinsam, wie man es von mir ja gewohnt ist, in der Zwischenzeit Backtesting machen, aber trotzdem stehen vielleicht auf den Folien noch die ein oder anderen interessanten Dinge drinnen. Also Thomas, einfach E-Mail schicken. Ja. Entschuldigung, dass ich interrupte. Ich mache es ungern, aber in dem Fall auch, weil jetzt direkt schon drei Fragen reinkamen. Erstmal danke für die Folien. In jedem Falle sollten die Leute sich da auch an dich wenden, aber es wird natürlich gerade, weil es so ein Okay. Stück weit interaktiv ist. Wobei wir können die Folien auch gerne in den Mailer mit anhängen, aber darauf wollte ich hinaus, dass wir praktisch auch eine Aufzeichnung für alle registrierten Teilnehmer natürlich versenden. Auch mit einem Okay. Hinweis deinerseits, wo du wieder sicherlich das ein oder andere Bonbon hast. Das ist ja genau der Gimmick, den wir am Ende des Tages natürlich für unsere Kunden auch haben wollen, dass man dann natürlich auch Vorteile generiert, nicht nur des Wissens wegen, sondern eben hier meinetwegen auch mit ja, gewissen Vorteilen, die du dann sozusagen in deiner ganzen Produktpipeline hast. Und da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir uns da nochmal genau abstimmen. Aber Folien müsste ich mal schauen, ob wir die technisch anhängen können. Aber im Zweifel seht ihr hier die E-Mail-Adresse von Thomas und ansonsten die Aufzeichnung, das kann ich sagen, kriegt jeder registrierte Teilnehmer nochmal im Nachgang mit einem kleinen Hinweis, meinetwegen auch gern nochmal zu den Folien. Ne? Okay, alles klar, Chris. Danke für den Input. Gut, dann mache ich da mal weiter. Ich mache das nur ganz kurz, weil ich möchte nicht viel Zeit verlieren. Die Kernbotschaft soll sein, ich bin schon relativ lange dabei. Also ich habe schon einiges erlebt an den Börsen. Als privater Trader, als Investor, als Anleger, aber auch als Asset Manager. Also wir haben dann 2016 den weltweit ersten Aktienrobo-Advisor gründen dürfen. Ich war da einige Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter und das Unternehmen wurde dann 2019 verkauft und jetzt bin ich wieder Privatier und möchte mein Wissen, das ich da in mehr als 7 Jahren Asset Management aufgenommen habe, das möchte ich gerne an private Trader weitergeben, weil ich bemerkt habe, dass ich war jetzt eine Zeit weg aus diesem Education-Bereich, dass nicht viel besser wurde. Also die technischen Möglichkeiten sind heute noch andere, als sie 2014 oder 2012 waren, als ich noch mittendrin war. Aber deswegen wurden die Trader unterm Strich jetzt nicht erfolgreicher. Woran das liegt, weiß ich nicht, aber ich möchte hier einen kleinen Beitrag leisten, dass sich diese Quote ein bisschen ändert. Und da gehört eben auch dieses Thema Stoppsetzung dazu. Und um den Stop mal richtig zu verstehen, müssen wir uns ganz kurz auch mal ansehen, welche Rolle spielt er in einem gesamten Trading-System. Das bedeutet, wo gehört er überhaupt rein? Was ist ein Stop eigentlich? Was ist er nicht? Und wo ist er in einem Trading-System zu finden? Wir werden dann uns ganz allgemein über das Thema Exits unterhalten. Das passiert noch alles in diesen PowerPoint-Folien, aber dann kommt eigentlich der Hauptteil, wo ich das, was ich erzähle,
gerne mit Fakten untermauern möchte. Denn man sollte sich im Trading nicht so sehr auf das darauf verlassen, jemand anderen etwas zu glauben, sondern man sollte vielmehr versuchen, die Dinge zu verstehen und Wissen anzuhäufen. Und Wissen kann ich nur dann etwas, wenn ich es wirklich überprüft habe. Und dann kommt das, was der Chris vorhin angesprochen hat, zum Thema Gutes und Angebot am Schluss einige kostenlose Dienstleistungen, die ich euch gerne als Kunden oder als Interessenten von GFD zur Verfügung stelle. Gut, dann gehen wir rein ins Thema Bestandteile eines Trading-Systems. Ein Trading-System besteht natürlich weder nur aus einem Einstieg und geschweige denn auch nicht aus einem Ausstieg, sondern es gibt natürlich mehrere Komponenten, die im Trading entscheidend sind. Und die erste Frage, die ich mir stellen muss als Trader, ist, was ich eigentlich traden will. Also welche Anlageklasse das sein soll. Und wenn ich mich für eine Anlageklasse entschieden habe, und es kam ja schon durch in der Einleitung, dass ich mich für die Aktienmärkte entschieden habe, dann ist bei mir als Aktientrader natürlich die Frage nach dem Portfolio. Aus welchem Portfolio generiere ich täglich meine Trading-Signale? Ja, Portfolio kann dann eben ein fix und fertiges Portfolio sein, wie es ein DAX 30 ist, ein Dow Jones, ein S&P 100, 500, Nasdaq, was auch immer. Oder sind Portfolios, die man sich nach bestimmten Kriterien auch zusammenstellen kann. Also nach bestimmten individuellen Kriterien wie Volatilität und so weiter. Ja, also gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber jedenfalls brauche ich einen Pot quasi, aus dem ich meine täglichen Signale generieren kann. Das nächste Ding ist natürlich dann der Entry. Wenn ich mein Portfolio habe, dann brauche ich Einstiegsregeln. Ich brauche Einstiegsregeln, die mir ganz genau sagen, wann ich kaufe. Und natürlich sollten diese Einstiegsregeln Sinn machen. Ja, viele verwechseln, also sagen wir so, viele haben vielleicht Einstiegsregeln, aber manche verwenden untaugliche Regeln. Das heißt, ich muss natürlich meinen Entry testen, ob der überhaupt Sinn macht, ob ich da einen statistischen Vorteil daraus ziehen kann. Ja. Und wenn ich auch das Thema durch habe, wenn ich auch hier eine gute Wahl habe, wenn ich weiß, wann ich beispielsweise Aktien oder andere Wertpapiere kaufe, dann muss ich mich auch mit dem Thema Position Sizing beschäftigen. Also die Frage, wie viel ich kaufe. Ja. Auch das ist ein wesentliches Kernelement einer jeden Trading-Strategie. Ja, und letztlich, und jetzt sind wir eigentlich beim Thema Stop angelangt, geht es auch um die Frage, wann ich den Trade wieder beende. Also wann verkaufe ich? Und das ist jetzt das Thema Stoppsetzung. Also ein Stop ist eine Ausstiegsregel, die man anwenden kann. Und ein Stop hat beispielsweise auch nichts mit dem Thema Risikomanagement zu tun. Das ist ein großes Missverständnis vieler privater Trader, dass sie denken, ein Stop ist ein Risikomanagement. Ein Stop ist eine Ausstiegsregel. Eine Regel, die kann jetzt gut oder schlecht sein, das müssen wir uns gemeinsam anschauen, das werden wir dann auch tun. Aber ein Stop ist kein Risikomanagement. So viel mal nur jetzt einleitend, ich gehe dann noch ein bisschen später drauf ein. Ja, wenn wir jetzt mal wissen, wo wir hingehören mit dem Stops, nämlich im Bereich der Exits, dann müssen wir uns hier zunächst mal einige Fragen dazu stellen. Ein Exit kann natürlich auf verschiedene Arten erfolgen, das werden wir dann gleich sehen. Aber zunächst mal müssen wir uns ein bisschen über die Bedeutung der einzelnen Trading-Bestandteile unterhalten. Und ein Exit, jetzt kommt es eben auf den Entry an und da beginnen dann die Dinge wirklich zusammenzuhängen. Dieses Trading-Puzzle, diese Puzzleteile beginnen hier zu zeigen, dass sie eben miteinander in Verbindung stehen und ein Teil das andere Teil beeinflusst. Und je nach der Ausgestaltung des Trading-Systems, was ja letztlich mit der Art und Weise zu tun hat, wie man einsteigt, hat ein Exit mehr oder weniger Bedeutung in einem Trading-System. Also der Exit, das will ich damit sagen, ist nicht immer von gleicher Bedeutung. Wir werden das dann noch später beim Backtesting auflösen. Fakt ist, ein schlechter Exit, der kann meine Performance kaputt machen. Ja, also wenn ich den Exit nicht gut wähle, dann bleibt vom guten Entry nicht viel über. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja eh logisch, dass der Exit gut gewählt sein muss. Ja, schon, aber interessanterweise, der Umkehrschluss ist nicht zwangsläufig gegeben. Ein guter Exit kann nämlich die Performance bei vielen Trading-Systemen, besonders bei den eher kurzfristig orientierten, nicht, in Klammer steht hier mehr, wesentlich beeinflussen. Ja, das widerspricht sich auch nicht. Im ersten
Beim ersten Mal hinschauen könnte man jetzt meinen, na was jetzt? Ein schlechter Exit kann die Performance kaputt machen, aber ein guter Exit kann es nicht besser machen. Was erredet er da? Wir werden das dann alles sehen, wenn wir die ersten Backtests machen. Ja, lassen wir es mal hier an dieser Stelle gut sein. Das Fazit mal dieser einen Folie, der Entry ist wichtiger als der Exit. Jetzt weiß ich schon, dass es Trader gibt, die behaupten, und das mag ihnen auch tatsächlich so gelingen, dass der Exit nicht wichtig, der Entry nicht wichtig ist, dass ein Exit extrem wichtig ist. Aber wenn das jemand erzählt, ja, dann mit Verlaub, ich will jetzt auch hier niemand zu nahe treten, dann hat der vom Trading keine Ahnung. Weil beim Trading geht es ja darum, dass ich etwas trade, wo ich einen Vorteil dahinter vermute. Ich mache hier nur dann einen Entry, wenn ich aus statistischer Sicht hier mit einem positiven Erwartungswert rechnen darf. Und wenn ich jetzt mit einem zufälligen Entry hineingehe und versuche, das Ding dann irgendwie mit dem Exit zu schaukeln, dann habe ich eigentlich nicht verstanden, worum es beim Trading geht, nämlich um Statistik, um Wahrscheinlichkeiten. Und die hole ich mir mit dem Entry und nicht mit dem Exit. Und das werden wir dann gleich sehen, wenn wir uns mit dem Backtesting beschäftigen, aber auch mit den Möglichkeiten der Exits. Ja. Denn es ist natürlich eine Variante, einen Trade zu beenden, dass ich einen Stop-Loss verwende. Ja, soweit, glaube ich, wissen wir es schon. Aber es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten. Es gibt auch eine Option, dass ich einen Trade nach einer bestimmten Zeit beende. Das kann man dann auch Zeitstopp nennen oder Zeitausstieg. Wie auch immer, Fakt ist, ich gebe einfach eine gewisse Behaltedauer vor, die ich natürlich auch sinnvoll wählen muss, jetzt nicht rein zufällig, sondern wo ich auch einen Backtest habe, der mir sagt, was ist die ideale Behaltedauer einer Position, im Zusammenhang natürlich mit dem Entry, den ich hier jetzt gemacht habe bei dem Trading-System. Und das ist dann ein sogenannter Zeitausstieg. Und eine weitere Möglichkeit natürlich sind Kursziele, sind sogenannte Targets, die ich verwenden kann. Und wenn ich jetzt diese drei mir anschaue, machen wir vielleicht das vierte auch noch auf, dann ist das eigentlich ein Indikator und eine Regel. Also im Prinzip könnte jetzt natürlich der Exit auch aus allen Komponenten bestehen. Ich kann ja einen Stop-Loss haben, ich kann ein Kursziel haben, ich kann das Ganze mit einem Zeitausstieg verknüpfen und vielleicht noch eine zusätzliche Exit-Regel haben. Also diese Bedingungen, die sind hier nicht immer mit einem Oder zu verbinden, sondern es kann auch ein Und oder ein Und-Oder sein. Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie ich einen Trade beenden kann. Manche davon funktionieren gut, manche weniger gut und was eben gut funktioniert, das muss man sich ansehen. Und letztlich ist ja eigentlich alles, was hier steht, eine Regel. Also auch ein Stop ist ja eigentlich ein Indikator. Es wird jetzt im Trading-Fachjargon nicht als Indikator bezeichnet, aber letztlich ist ein Indikator ja alles, was ich messen, was ich bewerten kann. Einfach eine Trading-Regel. Und eine Trading-Regel ist ein Zeitausstieg genauso wie ein Kursziel oder wenn ich einfach aussteige, wenn der RSI einen Schwellwert überschritten hat, ja, oder unterschritten hat, was auch immer. Und das sind eigentlich alles Regeln, mit denen ich aussteigen kann. Und manche davon, wie ein Stop oder ein Zeitausstieg, haben halt dann besondere Namen bekommen, aber letztlich ist es de facto alles das Gleiche. Und bevor wir jetzt in die Backtests hineingehen, möchte ich etwas zeigen, weil das unter Umständen auch ein Thema ist, das einfach mal besprochen werden muss oder soll. Und das ist ein Thema, was sich aber so schwierig irgendwo einordnen lässt. Einerseits gehört es zum Entry dazu, andererseits hat es auch große Bedeutung beim Thema Exit. Und das werden wir jetzt uns anschauen, nämlich die Frage, wie lange man denn grundsätzlich bei einem Trade positioniert bleibt. Ja. Und was wir hier sehen, das sind jetzt zwei Achsen. Wir haben unten die X-Achse, das heißt, das ist die Dauer des Trades, die Zeit. Und wir haben nach oben die Y-Achse, das ist der Effekt, das ist der Profit, den, und jetzt sind wir beim roten Punkt, ein Entry auslöst. Wenn ich einen Trade starte, ein Entry-Signal bekomme, warum auch immer, egal jetzt wie dieser Entry ausschaut, dann will ich damit ja einen statistischen Effekt nützen. Es tut sich was am Markt. Ich sage, oder ich habe einen Entry, der sagt, okay, wenn das und das passiert, dann gehe ich rein in den Trade. Und wie lange bleibe ich jetzt drinnen? Und jetzt ist es so, dass manche hier viel zu lange positioniert bleiben. Denn das ist auch so eine große Headline, die man sich irgendwo hinkleben sollte, auf die Trader Workstation vielleicht. Der Markt hat kein Gedächtnis. Ja. Der Markt weiß nicht mehr, ob ihr jetzt vor 10 Tagen oder vor 15 Tagen deinen Trade gestartet habt. Denn ein Entry, der verliert mit der Zeit an Wirkung.
Ja, und das soll hier simuliert werden mit der ersten Bar. Ein Enter wird gemacht und an der ersten Bar, das soll diese, also dieser blaue Balken, ist dieser Effekt am höchsten aus statistischer Sicht über viele 100 oder 1000 Trades in den letzten Dekaden. Wenn ich einen guten Entry habe, dann bringt mir der an der ersten Bar. Jetzt muss man nicht unbedingt am Tageschart bleiben, man könnte das Ganze auch intraday machen, aber grundsätzlich mal an der ersten Bar den größten Effekt. Und je länger ich dann drinnen bleibe, desto mehr lässt die Wirkung des Entries nach. Der Entry verpufft mit der Zeit, denn die Märkte normalisieren sich wieder. Ich suche irgendeinen Effekt, ich suche zum Beispiel eine Übertreibung, eine Aktie kracht runter ein paar Tage, ich kaufe, ich gehe kontra, ich habe ein Reversionssystem im Einsatz und irgendwann einmal normalisiert sich der Kursverlauf wieder. Der Entry ist verpufft. Das Entry-Signal wirkt nicht mehr. Und da kommt es auf die, und da spielen jetzt auch wieder Entry und Exit zusammen, da kommt es auf die Schärfe des Entries an. Welche Art von Entry-Signal trade ich hier? Je aggressiver der Entry, desto kürzer in der Regelfall der Effekt. Ja? Weil einfach, das ist wie ein Gummiband, das dehnt sich und schnalzt wieder dann zusammen, wenn ich es auslasse. So muss man sich das vorstellen. Das bedeutet, dass wir relativ häufig traden müssen. Ja, da geht es nicht darum, dass uns als Trader langweilig ist, sondern es geht darum, dass wir häufig traden müssen. Das bedeutet auch wiederum, dass wir ein großes Portfolio brauchen, dass wir viele Signale brauchen, weil die Behaltedauer einfach kurz ist, weil der Entry mit der Zeit verpufft. Das bedeutet aber auch, dass ich einen Broker brauche mit günstigen Commissions, wie zum Beispiel JFD, wo man Aktien kostenlos handeln kann. Das heißt aber umgekehrt auch wieder nicht, dass ich auf alles hinschlage, was sich bewegt. Ich muss natürlich schon sinnvoll einsteigen, weil sonst habe ich ja diesen Effekt ja nicht. Aber das hängt jetzt mit dem Zeitausstieg zusammen und vielleicht weniger mit der Stoppsetzung, aber es sollte hier an dieser Stelle mal erwähnt werden, dass es sehr wichtig ist, wie lange man positioniert bleibt. Und auch das kann man ja mittels Backtest herausfinden. Und das werden wir jetzt tun, indem wir jetzt eben erste Backtests machen und hier uns jetzt auf das Thema Stoppsetzung konzentrieren. Dazu gehe ich jetzt in meine Backtesting-Software hinein. Ich mache mal das Ding auf. Und was ihr hier seht, das ist eine Backtesting-Software, die heißt WealthLab. Die Software habe nicht ich entwickelt, die kann man kaufen. Das ist ein kommerziell erwerbliches Programm. Ursprünglich von einer deutschen Firma entwickelt, mittlerweile aber an ein US-Unternehmen, an Fidelity verkauft. Und mit dieser Software kann man wunderbar Aktienportfolios testen. Und das tun wir jetzt hier gemeinsam. Und nachdem es ja heute um das Thema Stoppsetzung geht, wollen wir uns natürlich auch dem Thema Ausstieg in erster Linie zuwenden. Aber da müssen wir zuerst noch einiges hier besprechen, denn möglicherweise haben Sie oder habt ihr so eine Software noch gar nicht gesehen oder noch nicht so oft gesehen. Und ihr seht jetzt einfach mal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber ich erkläre jetzt alles, was wir dazu brauchen. Diese Software besteht, und das, ich denke, ihr könnt auch meinen Mauszeiger sehen, besteht hier mal in diesem großen Bereich hier in der Mitte oder auch rechts aus einem sogenannten Rule Wizard, einem Baukasten, mit dem man sich mit Drag and Drop irgendwelche Befehle hier drüben in diesem Baukasten auf der rechten Seite zusammenstellen kann. Das sind halt Einstiegsregeln, Ausstiegsregeln mit bestimmten Bedingungen dahinter. Ja, ich sage dann gleich noch mehr dazu, wenn wir über die Einstiegs- und Ausstiegsregeln sprechen. Auf der linken Seite des Bildschirms seht ihr verschiedene Portfolios, die ich hier angelegt habe. Da gibt es so Portfolios wie Dow 30, also Dow Jones. Dann gibt es hier deutsches Portfolio, German DAX, französisch und so weiter, S&P 100, 500, ja. Und verschiedene individuell zusammengestellte Portfolios. Hier oben links seht ihr einerseits die Skalierung daily, das heißt Tagesdaten, Tageschart. Ihr seht hier die Data Range darunter. Also wir testen jetzt hier mal den Zeitraum 1. Januar 2000, also bis an das Beginn des Jahrtausends, bis gestern. Also ich habe heute in der frühen Datenupdate gemacht und wir haben jetzt die aktuellen Kurse, den letzten Close von gestern, den haben wir hier in der Datenbank drinnen. Und das Thema Position Size, das seht ihr da drunter, 3% auf Equity. Also wir haben eine sehr kleine Position Size hier gewählt. Wir weisen jeden Trade, ich mache das hier mal auf, von unserem Startkapital, das haben wir hier eingetragen, 100.000 US-Dollar, fiktiv, weisen wir hier eine Position Size von 3% zu. Und das ist unsere Positionsgröße, mit der wir arbeiten. Und das heißt, wenn wir an diese vier Trading-Puzzle-Teile denken, Portfolio, Entry, Exit, Position Size, dann haben wir jetzt hier mal zwei dieser vier Puzzleteile bereits erledigt. Wir haben hier
die Position Size, 3% auf Equity. Und wir werden am Beginn mit dem S&P 100 als Testportfolio arbeiten und dann später auf den Dow Jones umsteigen. Und jetzt haben wir 2 von 4 erledigt und jetzt brauchen wir noch Entry und Exit. Nachdem es heute nicht um den Entry geht, ist der mal zugeklappt. Ja? Es ist ein simples Reversionssystem, so viel sage ich dazu. Ja? Ein simples Kontratrendmodell. Was wir tun wollen, ist, wir wollen uns mit dem Thema Exit beschäftigen. Und dazu werden wir zunächst mal eine Strategie testen, die einen simplen Zeitausstieg hat. Ihr seht hier, Active Position ist older than the number of bars. Hier unten steht 3. Das heißt, 3 Tage Behaltedauer. Und wir werden jetzt mal, wie ich es gesagt habe, auf den S&P 100 testen, weil ich nämlich jetzt mal einen ganz kurzen Exkurs machen möchte. Ich werfe jetzt hier den Backtest an, während ich weiterspreche. Einen Exkurs machen möchte zum Thema, wie tradet man denn jetzt in so einer Marktphase? Bei so einer hohen Volatilität und ja, kann ich da überhaupt noch erfolgreich traden oder sollte ich jetzt mal kurz eine Pause einlegen? Ich habe jetzt dieses Reversionssystem auf den S&P 100 getestet. Ich lasse es testen und ihr seht schon, dass Wealthlab sich hier anstrengt. Das heißt, dass die Software ein bisschen länger braucht mit diesen Tests und nur deswegen werden wir dann für weitere Optimierungen, für weitere Tests, wenn es dann um den Stop geht, werden wir dann auf den Dow Jones wechseln. Denn der Dow Jones besteht nur aus 30 Aktien, während der S&P 100 ja 100 Aktien sind. Das heißt, es dauert dreimal so lang. Und so lange wollen wir hier nicht warten im Webinar, weil so viel Zeit haben wir nicht. Aber ich will euch nochmal zeigen, was wirklich hier passiert mit so einer Strategie auch in diesen Marktphasen. Wir sehen hier auf dem Performance Report, wenn wir dieses Regelwerk anwenden, einen jährlichen Profit von knappen 20%. 19,4% jährlicher Profit, also pro Jahr. Wir haben hier bewusst keine Commissions drinnen. Erstens mal, weil bei GFD das Trading ohne Commission stattfindet von Aktien. Und zweitens mal, weil ich jetzt hier am Beginn mal nicht jetzt wirklich ein funktionierendes oder fix und fertiges Trading-System entwickeln möchte, sondern weil ich einfach nur nach statistischen Effekten suche, beziehungsweise wie sich Stops auf die Performance auswirken. Natürlich muss ich dann später auch mal, falls ich sie habe, Brokergebühren dazugeben, aber das kommt dann erst in einem viel späteren Schritt. Okay, also Analyzed Gain 19,4%, das ist ja mal ganz ordentlich. Da wären viele Fondsmanager froh, wenn sie das hätten. Dann schauen wir uns mal an, wie ist das System in der Geschichte hier performt. Wir sehen ja mal die Equity-Kurve. Und ja, die geht mal nach oben, ist nicht besonders glatt und es gibt auch einige Haken hier. Aber grundsätzlich steigt das Ganze. Und schauen wir uns jetzt mal an. Ich versuche diesen Bereich hier mal größer zu machen, was hier in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist. Und wenn ich jetzt das herauszoome, ihr seht hier unten das Datum, September 2019, und hier sind wir bis ans Ende gelangt. Da sind wir jetzt hier der 4. Mai 2020. Also das war gestern, ne? Ja, gestern war der 4. Das ist der letzte Datenpunkt, den wir hier in dieser Equity-Kurve haben. Und man sieht jetzt hier schon natürlich, dass wir hier im Mitte Februar, dass das Trading-System einen ordentlichen Zacken hier nach unten hatte. Also der Drawdown war hier natürlich hoch, ja, weil die Märkte auch nach unten geklickt sind. Es ist ja eine Long-Only-Strategie, das möchte ich vielleicht noch dazu sagen. Und wir sehen aber, dass das Ding, geht sich hier nicht aus im Bild, aber dass das Ding dann da wieder nach oben kommt und neue Höchststände erreicht. Das heißt, die Performance hat sich, man sieht es auch hier ein bisschen, hat sich nach diesem Dip nach unten, der zugegeben doch sehr heftig war, doch wieder stabilisiert. Und wenn wir uns jetzt hier die Periodenverteilung ansehen, dann sehen wir interessanterweise, dass wir im 2020er Jahr mit diesem simplen Reversionssystem schon wieder im Plus sind. Während die Märkte noch immer, glaube ich, weiß ich nicht, 15, 20, 25% im Minus sind, ist dieses simple Trading-System, und das ist wirklich ein einfaches Reversionssystem, im Plus. Und das, schauen wir nochmal auf die Regeln, ohne Stop-Loss. Ja. Wie geht das? Oder wo ist hier der Haken? Naja, grundsätzlich gibt es da keinen Haken. Es ist nur so, wenn wir uns jetzt hier mal die Verteilung ansehen, ich gehe mal hier jetzt auf die Quartale. Dann sehen wir schon eines, ja, dass wir natürlich hier im ersten Quartal 2020 einen riesen Dip nach unten hatten. Und das muss man natürlich als Trader auch aushalten aus mentaler Sicht, ja. Denn wir haben ja hier keinen Stop. Und ich bin überzeugt davon, dass die meisten von euch in solchen volatilen Zeiten ohne Stop nicht besonders gut schlafen werden,
Warum? Weil man es einfach gewohnt ist, dass man einen Stop hat und weil man ja hier quasi die Verluste laufen lässt, was man ja nicht tun soll. Wir haben ja alle gelernt, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Jetzt haben wir hier keine Verlustbegrenzung. Wir haben zwar einen Zeitausstieg, aber wir haben jetzt keinen klassischen Stopp. Aber ich sage dann später noch was zu dem Thema Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Aber jedenfalls sehen wir auch eines, dass sich das System, und das ist ja immer so im Trading, ja, dass immer wenn ich die meisten Ohrfeigen bekommen habe, dass es dann wieder nach oben geht. Jetzt ist die Frage, wie viele Ohrfeigen halte ich aus? Ja, wie lange halte ich durch, bis ich dann wieder hier ins Plus laufe? Und wir sehen, dass wir das mit dieser Strategie geschafft haben, wenngleich auch, wenn ich jetzt in der Tabelle nach unten gehe, wir hier im ersten Quartal einen Max Drawdown von 30% hatten. Damit sind wir in etwa dort, wo der Gesamtmarkt war. Na, der Gesamtmarkt war, glaube ich, auch ungefähr bei 30, ja, in den USA. Wir sind hier in etwa dort, aber wir sind jetzt schon wieder im Plus, ja, im Jahr 2020. Und das mag jetzt mal überraschen, dass das scheinbar eben auch ohne Stop funktioniert. Aber wollen wir den Stop noch nicht zu früh abschreiben? Denn was ich jetzt tun möchte, ist diese gleiche Strategie jetzt mal auf den Dow Jones testen. Ich lasse alles andere unverändert. Also meine Einstiegsregeln, meine Ausstiegsregeln bleibt gleich, das Position Sizing bleibt unverändert. Ich gehe jetzt vom S&P 100 auf den Dow Jones und mache hier den Backtest und schauen wir mal, ob wir dann 2020 auch positiv sind, ohne Stop. Ja. Und jetzt sollte der Backtest hoffentlich ein bisschen rascher gehen, weil wir etwas weniger Aktien haben. Wenn wir gleich sehen, wie schnell hier Wealthlab ist. Ja, bisschen Geduld. Ja, haben wir schon. So, Annualized Gain 8,5. Vorhin hatten wir fast 20, jetzt haben wir nur noch 8,5. Also wir haben weniger Performance, deutlich weniger. Warum? Weil wir ein kleineres Portfolio haben. Weil wir ein kleineres Portfolio haben, können wir nicht so häufig traden. Und wenn wir nicht so häufig traden können, machen wir weniger Performance. Das ist klar. Ja. Wenn ich mir jetzt die Periodenverteilung ansehe, dann sehen wir, dass wir hier nicht positiv sind. Ja, dass wir im 2020er Jahr, wenn wir das ganze Trading-System auf den Dow Jones machen, ohne Stop, dass wir hier Geld verlieren. Dass wir bei einem Minus von derzeit, wo sind wir, circa 3% bis jetzt sind. Ja, 3% ist jetzt nicht viel, es ist immer noch deutlich besser als der Gesamtmarkt, aber wir haben halt Geld verloren bis jetzt, ja. Und wir sehen, dass dieses System eigentlich in den meisten Jahren ganz gut funktioniert. 2018 hat es nicht funktioniert. Interessanterweise, obwohl das eigentlich ein positives Jahr war. 2018 war jetzt an den Märkten kein Verlustjahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das Trading-System hat hier nicht funktioniert. Das kommt halt hin und wieder vor, dass Trading-Systeme auch in guten Zeiten nicht funktionieren, dafür aber auch in schlechten Zeiten mal ganz gut gehen. Ja, das kann immer wieder sein. Und 2020, wie gesagt, kein Gewinn mit diesem Trading-System. Und jetzt versuchen wir das Ganze ein bisschen zu optimieren und zu schauen, was wir mit einem Stop hier rausholen können. Dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich mache jetzt hier diese linke Seite ein bisschen kleiner, denn das brauchen wir hier nicht mehr. Ich verkleinere auch diese Strategie und ich mache jetzt etwas. Ich habe hier unten auch eine andere Strategie offen, wie ihr sehen könnt. Die habe ich schon vorbereitet. Wir werden diese beiden Strategien, das war jetzt der falsche Befehl, wir werden diese beiden Strategien jetzt hier nebeneinander ablegen. Dazu muss ich jetzt beide öffnen. So, jetzt habe ich's. Und jetzt auf der rechten Seite hier sehen wir die Strategie, die wir uns jetzt schon angesehen haben. Das ist die hier mit der Behaltedauer von 3 Tagen ohne Stop-Loss, wo wir, und das bleibt jetzt hier stehen, und deswegen habe ich es auch hier nebeneinander abgelegt, wo wir unsere Benchmark haben. Wir haben hier ein Annualized Gain, eine jährliche Performance von 8,5%. Und jetzt werden wir versuchen, diese 8,5% mit Stops zu schlagen. Und da habe ich jetzt hier auf der drüben Seite, auf der drüben Seite, sage ich, auf der drüberen Seite, Entschuldigung, habe ich die gleiche Strategie abgelegt. Wir haben hier dasselbe Regelwerk und wir haben hier auch wieder einen Exit mit 3 Tagen. Und jetzt werde ich mal hier zum Vergleich das auf den Dow Jones laufen lassen. Und dann sollte in etwa genau das gleiche rauskommen wie auf der rechten Seite. Es wird vielleicht nicht auf den Cent genau stimmen, weil es einfach Rundungsdifferenzen gibt. Aber die Strategie ist 1:1 ident auf der linken und auf der rechten Seite. Ja, man sieht jetzt schon, dass wir hier, wenn wir vergleichen, Annualized Gain, also jährlicher Profit 8,5 und hier drüben 8,6, sollte eigentlich nicht sein, sollte in beiden Fällen gleich sein. Auch die Anzahl der Trades ist ja gleich, 14.000. 691, auch hier 14.691, aber natürlich in 20 Jahren
Trading. Wir haben ja hier von Januar 2000 den Backtest laufen, bis in die heutige Zeit. Da gibt es schon gewisse Rundungsdifferenzen, die hier durchschlagen. Ja. Aber letztlich sind es die gleichen Trading-Systeme und diese 0,16% Unterschied in der Rendite, die lassen wir jetzt mal gut sein und sagen, das ist jetzt quasi die gleiche Performance links und rechts. Und jetzt gehen wir her und versuchen wir auf der linken Seite mit Stops das hier zu toppen. Das heißt, ich nehme einfach mal als zweite Exit-Regel Sell at Stop Loss. Und jetzt mache ich eines, was man ja in vielen Trading-Büchern liest. Ich nehme 1% Stop. Ja, 1% Risiko, ich nehme 1% Stop. Und jetzt schauen wir, ob wir die 8,5 mit diesem engen Stop, ob wir das hier schlagen können. Ich drücke hier auf Go und 8,5 da rechts, das ist unsere Benchmark. Das ist jetzt der Wert, den wir versuchen werden zu schlagen. Ja, schauen wir mal. Noch arbeitet Wealth Lab. Naja, also das ist jetzt nicht besonders prickelnd. Ja. Weiß nicht, was ihr erwartet habt, aber der 1% Stop, der killt meine Performance. Also wir haben jetzt statt 8,5% Rendite pro Jahr plötzlich nur noch 2,8%. Also das sind jetzt ungefähr 25% nur noch der Rendite, die wir vorhin hatten. Also der 1% Stopp, der hat natürlich die Performance signifikant verschlechtert. Okay, aber das war ja unser erster Versuch ins Blaue hinein. Machen wir jetzt nicht 1%, machen wir 3% und schauen wir, ob dann da die Performance besser wird, beziehungsweise ob wir die 8% hier schlagen können. So, ein paar Sekunden dauert's. Naja, es wurde besser. Wir waren vorhin bei 2,5, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, oder etwas drunter. Und jetzt sind wir bei 4, bei 5,16% jährlichen Profit. Aber wir sind doch immer weit von unseren 8,5% entfernt. Also auch diese Stoppsetzungsvariante scheint jetzt hier nicht wirklich Performance zu bringen. Im Gegenteil, ja. Und bevor ich jetzt hergehe und alles manuell probiere, nutze ich jetzt eine Stärke dieser Software. Ich mache eine Optimierung. Dazu mache ich jetzt einen kleinen Workaround, wo ich jetzt nicht allzu viel dazu sage, weil sonst braucht man zu lang. Ich mache das einfach mal, ich richte das her. Und ich habe hier quasi die Strategie mehr oder weniger nochmals drüber gelegt und jetzt optimiere ich. Und was ich jetzt tue, ist, ich optimiere diesen einen Parameter. Ich optimiere nur den Stop und zwar hier mit diesen Möglichkeiten. Ich sage, ich beginne bei 1% Stop und gehe bis, ja, wo, bis wohin optimieren wir? Sagen wir bis 15%. Und das optimiere ich in Einserschritten. Das heißt, ich sage jetzt Wealth Lab, es soll nachschauen, wie das Trading-System performt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% und so weiter, bis ich bei 15 angelangt bin, Stop-Loss. Und das mache ich jetzt hier, Begin Optimization. Und innerhalb von wahrscheinlich nicht mal 20 Sekunden weiß ich, wo ich idealerweise meinen Stop platziere. Also bevor man hier sein Leben lang als Trader herumrät, was am besten ist, sollte man vielleicht ein bisschen mit dem Thema Backtesting beginnen. So, ich habe jetzt hier schon die Analyse fertig und ich lege das jetzt hier mal drüber, damit die anderen Strategien im Hintergrund nicht verwirren. Jetzt habe ich eine Tabelle mit den Ergebnissen. Ich sortiere diese Tabelle absteigend nach Annualized Performance Rate. Das heißt, die beste Performance ist oben. Und jetzt schauen wir mal, welcher Stop die beste Performance bringt. Ich habe hier von 1 bis 15 optimiert. Und der beste Wert sind 15. Da bekomme ich eine Performance von 7,75% per anno. Und wenn ich das Ganze mir jetzt grafisch anschaue, dann sehe ich das bestätigt, was ich vorhin auch in der Tabelle gesehen habe, nämlich sinngemäß die Grundaussage hier, je weiter der Stop weg, desto besser die Performance. Weil wenn ich 1% Stop verwende, dann bin ich bei 2,8% Rendite per anno. Wenn ich jetzt einen 15% Stop verwende, bin ich bei 7,75%. Und Achtung, ich mache es jetzt wieder klein. Unsere Benchmark ist bei 8,5. Das hier drüben müssen wir schlagen. Das haben wir mit keiner Stoppsetzungsvariante erreicht. Also ein klassischer Stopp scheint zumindest hier mal mit Vorsicht zu genießen sein. Ich mache es jetzt wieder zu, weil ich es nicht mehr brauche.
Und jetzt fragen wir uns, warum ist das so? Ja, warum macht ein Stop meine Performance nicht besser, sondern im Gegenteil verschlechtert sie, egal wohin ich den Stop setze, bei einem klassischen Prozentstopp mal. Wir haben jetzt nur mal einen Prozentstopp. Es liegt einfach daran, dass Aktienmärkte über Nacht geschlossen haben. Wenn ich auf den Kartellrechner Trades hier gehe, bei dieser Strategie mit Stop, und ich sortiere die Performance mit den fettesten Losern ganz oben, dann sehen wir hier einen Profit, also einen negativen Profit von minus 30%. Eigentlich haben wir einen Stop-Loss von 3%. Eigentlich dürfte ja gar nicht sein. Also ich dürfte ja keinen Trade haben, der mehr als 3% verliert. Das passiert aber nicht. Warum? Weil einfach diese Stops mit diesen Gaps auch übersprungen werden. Und damit verliere ich natürlich einerseits deutlich mehr oft als diese angestrebten 3%. Ja. Und noch dazu kommt eine Slippage. Also ich komme nicht bei jedem Trade hier auf den Punkt genau raus. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen nach unten roll, dann sieht man, dass es doch viele Trades gibt, ja, die mehr als 3% verlieren, obwohl der Stop bei 3 liegt. Also da sind wir noch immer knapp über 3. Erst jetzt irgendwo bin ich im Bereich 3%. Das heißt, ein Stop, habe ich am Anfang gesagt, ist kein Risikomanagement. Ein Grund, warum es das nicht ist, das sehen wir hier, weil dieser 3% Stop, den wir hier drinnen haben, unsere Performance nicht verbessert. Also dann kicken wir den Stop mal raus. So, jetzt schaue ich mal kurz auf die Uhr. Viertel vor. Gut, das kriegen wir hin. Dann zeige ich noch auf jeden Fall etwas zum Thema ATR-Stop. Jetzt nehme ich nicht einen klassischen Stop-Loss, sondern ich nehme einen Sell-at-ATR-Stop. Ja. Ja, was nehmen wir denn da jetzt für einen Wert? Ich schlage mal vor, dass wir einfach hier ATR-Period, lassen wir die 14 Tage, lassen wir einfach mal die Default-Werte und versuchen wir mit diesem Average-to-Range-Stop, ob wir hier eine bessere Performance bekommen. Dazu mache ich die Strategie wieder kleiner und noch immer haben wir hier rechts unsere Benchmark. Und jetzt haben wir keinen Prozent-Stop, sondern einen ATR-Stop. Und schauen wir, ob es jetzt hier besser wird. Drücke auf Go und gleich werden wir wissen, wie es mit dem Thema ATR-Stops aussieht, ob ich hier meine Performance verbessern kann. Auch hier brauchen wir ein bisschen. Gut, also mal der Default-Wert, den wir hier drinnen haben, der ist jetzt, ja, also wir sehen auch hier, wir sind auf 5,67%. Noch immer schaffen wir es nicht, diese 8,5 mit diesem ATR-Stop zu schlagen. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ich gehe auf die Rules. Ich hole mir wieder den Multiplier. Oh ja, ich werde beides optimieren. Also ich werde die Rückschauperiode vom ATR optimieren und das ATR-Vielfache. Okay, kleiner Fehlermeldung. Ich hoffe, das funktioniert jetzt trotzdem, so wie ich mir das vorstelle. Das werden wir gleich sehen, ob das funktioniert. Könnte hier an der Kommastelle liegen. Ich gebe mal, ja, gut, schauen wir mal, ob das klappt. Wenn nicht, dann, naja, wir werden es probieren. Ich mache hier wieder einen Workaround. Okay, ja, das ist der Vorführeffekt. Gut, kann ich jetzt wahrscheinlich nicht zeigen. Ich möchte jetzt nämlich nicht, dass Wellslip komplett abstürzt. Aber wir können ja gerne noch einen anderen ATR-Multiplier probieren. Nämlich, wenn wir, also oh, ich wollte jetzt optimieren, das scheinbar gefällt jetzt Wellslip gerade nicht, warum auch immer. Was ich jetzt hier aber zeigen möchte, ist, wenn ich den ATR Multiplier ein bisschen weiter wegsetze. Das heißt, wenn ich jetzt nicht sage, ich greife jetzt schon beim, also ich mache den Stop nicht beim 1er ATR, sondern vielleicht bei einem 3er ATR. Warum? Weil wir auch vorhin schon bei den Prozent-Stops gesehen haben, dass es tendenziell besser ist, wenn ich den Stop weiter wegsetze. Und ich will jetzt schauen, ob das beim ATR so bestätigt wird. Ich wollte es jetzt optimieren, so wie wir es vorhin gemacht haben und alle ATR-Vielfachen durchprobieren. Da hat jetzt Wellflip plötzlich was dagegen. Heute in der Generalprobe hat es funktioniert, aber egal. Probieren wir jetzt mal, ob wir hier besser werden mit einem 3er ATR, ob wir die 5,67 hier schlagen können. Ja. Schauen wir mal, was Wellflip dazu sagt und ob es jetzt überhaupt noch wirklich perfekt funktioniert. Ich hoffe schon. Wäre jetzt blöd, wenn sie den Geist aufgibt. Naja, bitte. Naja, bitte. Also das ist ja jetzt einmal gar nicht so schlecht. Also mit diesem ATR-Stop, ich zeige nochmal die Regel her, ja, ATR-Period, Rückschauperiode 10, also die Average True Range der letzten 10 Tage mit einem dreifachen ATR als Stop-Loss, das bringt uns jetzt mal in die Nähe
des Exits, wo ich eigentlich nur einen Time-Exit habe, wo ich nur einen Zeitausstieg habe. Ja. Aber noch immer schlagen wir den Zeitausstieg nicht. Also egal, wie viel wir da jetzt im Moment gemacht haben und uns bemüht haben mit verschiedenen Exits, was das Thema Stop betrifft, wir können hier den Annualized Gain nicht schlagen. Und weil ich es jetzt leider nicht zeigen kann, nehme ich es vorweg, man kann ihn auch hier nicht schlagen. Ja. Also auch beim ATR-Stop werde ich es nicht schaffen, mit den normalen Parametern diese Performance zu schlagen ohne Stop. Ja, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil Wealthlab gerade den Geist aufgibt. Aber das ist mal hier ein Statement von mir, dass ich sage, auch ein ATR-Stop hilft mir hier nicht wirklich weiter. Und dann probiere ich noch statt ein ATR-Stop jetzt was anderes. Denn vielleicht lasse ich ja den Dingen zu viel Spielraum. Ja, ich gehe jetzt her und mache einen Trailing Stop. Ja, ich nehme jetzt hier den Ordner Trailing Stop, Sell at Percent Based Trailing Stop. Also ein Trailing Stop ist ja klar, was das ist ein nachlaufender Stop. Das heißt, ich ziehe jedes Mal am Ende des Tages meinen Stop eben auf diese Kursmarke nach und ich beginne auch hier wieder mit einem 1%igen Trailing Stop. Und jetzt werden wir wieder schauen, ob diese 8,5, ob die hier zu schlagen sind. Und ihr seht ja, dass ich alles andere immer unverändert lasse. Also wir haben das gleiche Portfolio, wir haben den gleichen Entry, ein simples Reversionssystem, wir haben das gleiche Position Sizing, wir schrauben nur die ganze Zeit am Exit herum und da vor allem im Thema Stop Loss, denn wir haben ja bisher noch keine anderen Exit-Logiken probiert. Und ein Trailing Stop von 1%, der hilft uns hier auch nicht wirklich weiter. Auch mit dem Trailing Stop können wir nicht an dieser 8,5 Benchmark kratzen. Und dann versuche ich jetzt, wenn Wealthlab nichts dagegen hat, ob ich das jetzt optimieren kann, ob jetzt auch eine Fehlermeldung kommt. Also ich versuche jetzt hier das wieder zu machen, diesen Trailing Stop, wie wir es vorhin gemacht haben, zu optimieren. Und zwar von 1, nehmen wir wieder die 15 her, von 1 bis 15. Und das ist jetzt kein fixer Stop, sondern eben, wie gesagt, ein nachlaufender Stop, ein Trailing Stop. Das Ganze auf den Dow Jones, ja, das ist ja die ganze Zeit unser Test. Portfolio. Ich beginne die Optimierung und auch hier sollten wir in wenigen Sekunden, das klappt jetzt, hier kommt keine Fehlermeldung, war irgendein Bug jetzt, muss man sich dann anschauen, vielleicht einfach nur neu starten, die Software, aber das will ich jetzt hier nicht live im Webinar machen. Schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Ja, wieder unsere Tabelle, wir sortieren nach APR, dass der beste Wert ganz oben liegt und hier bekommen wir ein ähnliches Ergebnis, als wir es vorhin bei den fixen Stops hatten. Der beste Wert ist der Stop, der am weitesten weg ist. Also mit 15% Stop bekommen wir hier eine Annualized Performance Rate von 7,32. Wenn ich hier ganz enge Stops verwende, bin ich bei weniger oder bei ungefähr der Hälfte der Performance angelangt. Und das sehen wir auch hier wieder, wenn ich das jetzt hier sortiere, sehen wir, dass es ähnlich ausschaut, wie wir es vorhin hatten bei den fixen Prozent Stops, dass es einfach wichtig und gut ist, quasi nicht so viel herum zu fummeln an dem Trade, ja. Und wenn ich jetzt kurz, ich gehe gleich nochmal in die Backtesting-Software zurück, wenn ich jetzt hier nochmal kurz in die Präsentation reingehe und ich mache das jetzt absichtlich so ganz locker flockig, wenn ich jetzt auf diese Folie hier gehe, wo ich vorhin gesagt habe, das widerspricht sich jetzt vielleicht am ersten Blick, ja. Und zwar, wo ich gesagt habe, der Exit hat je nach Trading System mehr oder weniger Bedeutung. Und vor allem das hier, ein schlechter Exit kann die Performance kaputt machen. Das haben wir gesehen. Wir haben einen zu engen Stop verwendet. Damit haben wir die Performance ja komplett rasiert. Wir haben sie gecuttet auf mehr als die Hälfte. Mit 1% Stop haben wir eine wirklich signifikant schlechtere Performance bekommen als ohne Stop. Also ein schlechter Exit, der konnte wirklich unsere Performance mehr oder weniger kaputt machen. Ja, aber wir haben kaum eine Möglichkeit gefunden, bisher diesen simplen Zeitausstieg zu verbessern. Egal, was wir gemacht haben mit dem Stop, es ist nicht besser geworden. Im Gegenteil, es ist immer nur schlechter geworden, teilweise signifikant schlechter, teilweise ein wenig schlechter. Und das ist jetzt das, was ich eigentlich vorhin zeigen wollte und es jetzt quasi mit einem Backtest noch untermauert habe, dass ich mit einem schlechten Exit viel kaputt machen kann, mit einem guten Exit aber letztlich nur eines tun kann, den Entry in Ruhe lassen, also den Trade in Ruhe lassen. Nicht ständig herumfummeln am Trade, ja, nicht ständig nachziehen, Teilverkäufe, das ist alles kontraproduktiv. Ein guter Entry, und das bestätigt auch das hier, der Entry ist wichtiger, ein guter Entry,
Der löst viele meiner Probleme. Ein guter Entry ist Teil des Risikomanagements, ganz überraschend, aber es ist so, weil ich mit dem Entry die Volatilität steuere. Ich kann ja bewusst volatile Aktien oder wenig volatile Aktien kaufen. Damit habe ich ein Risikomanagement. Ja. Ein Exit ist kein Risikomanagement, ein Stop schon gar nicht. Ja. Und das sind alles wichtige Grundbotschaften hier, die wir hier mittels Backtest untermauert sehen. Und jetzt machen wir noch eines, also das brauche ich jetzt nicht mehr. Zum Abschluss, weil wir sind jetzt schon langsam durch. Also alle Versuche, diese 8,5 Benchmark, die haben eigentlich nichts gebracht. Und jetzt mache ich etwas anderes. Ich schaue mal, weiß jetzt gar nicht, ob es funktioniert, aber ich möchte jetzt was probieren, weil ich jetzt wissen will, ob wir diese 8,5 irgendwie schlagen können. Ich hole mir jetzt einen anderen Exit, weil ich ja gesagt habe, man kann ja auch mit bestimmten Regeln einfach aussteigen. Ich schaue mal kurz hier. Price increases 2 Tage. Schauen wir mal. Ich will jetzt was probieren. Ich sage dann gleich, was ich gemacht habe. Jetzt schauen wir, ob das besser wird oder nicht, ob wir es auch nicht schaffen. Aha. Sehr gut. Also, wir haben jetzt mit einer simplen Regel, aber ohne Stop, plötzlich etwas geschafft, was wir vorhin verzweifelt versucht haben zu schaffen. Wir haben unsere 8,5 geschlagen. Wir haben jetzt hier 10% Performance statt 8. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach hier eine Umverknüpfung. Ich sage, Active Open Positions older than a number of bars, also 3 Tage Zeitausstieg und 3 Tage Zeitausstieg dann, wenn der Kurs 2 Tage nach oben geht, nach diesen 3 Tagen. Ja. Das heißt, ich habe es damit geschafft, meine Performance zu verbessern mit einer simplen Regel. 2 Tage rauf, ich gehe dann raus. Und jetzt möchte ich noch was zeigen. Ich vermute zwar, dass es dann ein bisschen schlechter wird, aber schauen wir mal. Ich kicke jetzt sogar einen Zeitausstieg raus. Ja, bevor ich jetzt zu viel darüber rede, testen wir das mal. Und dann möchte ich das ein bisschen ausführlicher noch erklären und dann sind wir ohnehin schon durch mit der Stunde. Lass mal Wealthlab arbeiten, dann sage ich was dazu. Ja, auch das ist besser. 9,06% versus 8,5%. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier als einzige Ausstiegsregel, dass der Kurs 2 Tage in Folge steigen muss. Price increases a consecutive number of bars. Der Kurs steigt eine bestimmte Anzahl von aufeinanderfolgenden Tagen. Hier unten habt ihr die 2 Tage hintereinander. 1 Lookback heißt einfach die letzten 2 Tage. Ja. So. Und damit haben wir jetzt ja, also weiß jetzt gar nicht wie viele, aber mehrere Trading- oder Börsenweisheiten ja komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Denn was machen wir denn, wenn wir diese Regel verwenden? Wenn wir sagen, unsere Ausstiegsregel ist, wenn der Kurs 2 Tage steigt. Haben wir am Anfang haben wir gesagt, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Ich mache genau das Gegenteil. Ich lasse meine Verluste laufen, denn ich habe ja keine Absicherung. Aber die Gewinne stecke ich sofort ein. Also ich begrenze meine Gewinne mit dieser Regel und ich lasse meine Verluste laufen. Denn ich habe keinen Exit, außer Price increases a consecutive number of bars. Und wenn ich mir jetzt hier die einzelnen Trades ansehe, ich mache das mal groß und dann sortiere ich nach Bars held, also nach der Haltedauer, dann sehen wir, dass wir Trades drinnen haben, die bis zu 40 und mehr Tagen Behaltedauer haben. Naja, klar, meine Regel sagt ja aus, ich bleib so lange drinnen, bis das Ding endlich mal 2 Tage hintereinander steigt. Und das kann schon eine Weile dauern. Ja? Und damit führe ich ja sämtliche Börsenweisheiten ad absurdum. Ja? Erst einmal greife ich hier ins fallende Messer, weil es ist ein Reversionssystem. Zweitens mal habe ich keinen Stop. Ja, drittens mal lasse ich die Verluste laufen, denn wenn das Ding nach meinem Entry fällt und fällt und fällt und fällt, dann habe ich keinen Stop und gar nichts, auch keinen Zeitausstieg. Ja, aber ich nehme meine Gewinne sofort mit, ich steige sofort nach 2 Tagen plus aus. Das heißt, ich beende auch Trades nach 30 oder 40 Tagen erst, wie wir hier sehen, wenn der Kurs 2 Tage in Folge gestiegen ist. Es ist mir egal, ob das jetzt ein Gewinn- oder Verlusttrade ist. Und natürlich, wenn ich hier auf die Profits gehe, habe ich auch sehr fette Loser drin.
sogar Apple ganz oben hier als fetten Verlierer. Aber egal, also natürlich ist das nicht lustig, wenn ich so lange drinnen bleibe und dann habe ich so einen fetten Loser. Aber aus statistischer Sicht ist das eigentlich eine ganz gute Ausstiegsregel. Ja? Also man muss einfach, oder sagen wir es mal so, Resümee der Geschichte ist, das Thema Stoppsetzung, Herr Christian hat es ja schon in der Einleitung gesagt, muss man sich natürlich in den verschiedenen Anlageklassen anschauen. Ja. Was wir jetzt gemacht haben, war ein Crashkurs auf Aktien, auf Blue Chips, auf gewisse Portfolios. Dow Jones, S&P 100. Man muss das Thema Stops natürlich noch viel detaillierter sich anschauen. Aber die Tendenz ist bei den Aktienmärkten doch eindeutig und die ist schon seit vielen Jahren oder Dekaden unverändert, dass Stops sehr kontraproduktiv sind bei Trading-Systemen, vor allem bei sogenannten Reversionssystemen. Ja. Und ich gehe mal hier noch zurück in die Präsentation. Und Moment, da will ich jetzt her, weil das haben wir alle schon gesehen. Und das ist eben ganz wichtig, ja, dass man das Thema Trading ganz objektiv angeht, dass man nichts glaubt, was man irgendwo liest oder hört, sondern dass man sich einfach selber, jetzt wollte ich schon fast sagen, Gedanken macht. Aber Gedanken machen ist falsch. Man muss einfach Dinge überprüfen. Ja. Und Sie haben gesehen oder ihr habt gesehen, wie einfach man beispielsweise herausfinden kann, welcher Stop am besten funktioniert. Ja. Also wir haben gesehen, je weiter weg, desto besser. Da habe ich jetzt genau eine halbe Minute dafür gebraucht. Ja. Es ist doch besser, sich mit diesem Thema Backtesting zu beschäftigen und mal zu schauen, in welche Richtung tendiert der Markt, bevor ich irgendetwas trade, von dem ich ja nicht mal weiß, ob es funktioniert. Und wenn ihr in diese Trading-Welt hineinschnuppern wollt, dann habe ich hier drei kostenlose Angebote für euch. Ja. Einerseits einen Trading-Einsteigerkurs. Das ist wirklich ein Basiskurs. Ja. Der ist für euch als Kunden von GFT kostenlos. Ihr seht hier unten auch die URL, thomasfittner.com, Traderkurs 1, aber das bekommt ihr ohnehin noch in der E-Mail, die ihr dann von GFT bekommt, wo ich für diesen kostenlosen Basiskurs anmelden könnt. Aber ich sage gleich dazu, das ist wirklich ein Einsteigerkurs. Wenn ihr schon 2, 3 Jahre tradet, dann werdet ihr daraus nichts mehr lernen können. Ja? Weil da geht es einfach wirklich um die absoluten Basics für wirkliche Neueinsteiger. Wenn ihr fortgeschritten seid, dann geht es hier um das Thema 3x3-Methode. Dann geht es über eine statistische Zielmarktanalyse. Das ist ein PDF zum Download. Das ist jetzt wieder wirklich für fortgeschrittene Trader, wo wir eine Zielmarktanalyse machen und schauen, ob wir einen Markt besser mit Reversionssystemen oder mit Trendfolgesystemen anpacken. Denn das ist das Erste, was ich wissen muss, wenn ich einen Markt trade. Worauf spricht der besser an? Und dieses PDF, dieses Buch, das versteht ein Beginner nicht. Also wenn ihr mit dem Trading anfängt, dann wird euch dieses Buch nicht wirklich weiterhelfen, weil es zu kompliziert ist. Ja, hier geht es um Thema Backtesting, Statistik und so weiter. Das würde ich wirklich nur Fortgeschrittenen empfehlen. Also wir haben ja für alle etwas. Für die Beginner den Basiskurs, für die Fortgeschrittenen dieses PDF 60 Seiten. Und was ich jetzt neu habe, denn bei GFD könnt ihr natürlich nicht nur wunderbar traden, ihr könnt natürlich auch Buy and Hold machen. Ihr könnt Aktien ja auch langfristig halten. Und wenn ihr gerade in diesen Zeiten investieren lernen wollt, dann gibt es hier einen Basis-Investment-Kurs Smart Invest, wo ich zeige, wie man nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern generell, wie man gute Aktien anhand meiner 5-Säulen-Methode auswählen kann. Denn auch beim Investing muss ich natürlich faktenbasiert vorgehen. Ich darf jetzt nicht nur irgendwelche Marken kaufen, weil ich jetzt die Produkte vielleicht cool finde von dem Unternehmen, sondern ich muss mir schon anschauen, welche Substanz hier dahinter steht. Und das lernt man in diesem Basiskurs. Das findet ihr alles auf meiner Homepage, auch diese Angebote kostenlos zum Downloaden. Ja, hier nochmal meine E-Mail-Adresse und das sind die kumulierten Angebote hier auf einen Blick. Und damit bin ich durch. Lieber Chris, du kannst wieder dich gerne dazuklinken. Gibt's oder gab's Fragen? Beziehungsweise sehe ich das auch, ob es Fragen gab? Ich weiß es jetzt nicht. Na, du hast das wieder didaktisch sehr, sehr konsequent durchgeführt. Wenig Fragen, du hast vieles beantwortet im Laufe des Webinars. Ich habe dort dennoch 2, 3 Bemerkungen, aber erstmal danke dafür, dass du den JFD-Kunden hier auch so ein Benefit mitgibst. Finde ich auf jeden Fall super Gerne. klasse. Bauen wir auf jeden Fall mit ein. Generell, wie du hast es ja gesagt, ist natürlich das Thema Stop-Loss sehr, sehr entscheidend, weil wenn man was kontrollieren kann, das Risiko, aber da hängt der Entry natürlich auch mit dran. Das ist sehr spannend.
dass du das eingangs mit erwähnt hast direkt. Und zum Helmut ganz kurz die Frage, ob du das Programm WealthLab, was du gerade vorgestellt hast, hier auch irgendwie brauchst, zum Beispiel beim Smart Invest, oder ist das praktisch etwas, was auch ohne dieses Tool geht? Also nein, also geht alles ohne dieses Tool. Ich meine, WealthLab ist jetzt keine Bedingung. Ja, natürlich ist es, würde ich mir wünschen, wenn ihr alle mit dem Backtesten beginnt. Ja, und aber es ist keine Bedingung. Alle diese Angebote hier kann man nutzen, ohne dass man WealthLab braucht. Super, super. Also nochmal auch Berthold, danke für das Feedback. Sehr guter Mann, sehr anschaulich, top erklärt. Finde ich auch, wie gesagt, du hast halt einen ganz wichtigen Ansatz immer gebracht und das können wir auch vielen nur sehr, sehr nahelegen, dass natürlich der Wahrscheinlichkeitswert eines Trading-Ansatzes oder einer Invest-Strategie durchaus wichtig ist und viele machen sich darüber gar keine Gedanken sozusagen, überhaupt darüber nachzudenken, welche Wahrscheinlichkeit habe ich denn überhaupt richtig zu liegen. Das können Trading-Systeme sein, die, sage ich mal, einfach mal 5, 6 Mal ausprobiert wird, nicht funktioniert, zur Seite gelegt werden und dann geht man so über die hunderten Systemen durch, obwohl man vielleicht ein System wirklich hätte, was funktioniert, wenn man es denn konsequent getestet hätte. Hätte Fahrradkette, aber am Ende ist es wirklich etwas, man muss sich damit wirklich auseinandersetzen, den Wahrscheinlichkeitswert von seinen Systemen entwickeln und das kann man im Prinzip auch mit ja auch simplen MetaTrader Taktiken, da geht der MetaTrader 5 ja sogar noch einen Schritt weiter als der 4er, wobei Backtests immer so ein Fall sind, wie gesagt, Kosten, Slippage, das ist vorhin sehr gut angesprochen mit den Stops. Warum sind denn überhaupt bei Stops auch die Performances so schlecht? Du hast über die Gaps gesprochen. Also wirklich sehr umfangreich und ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Eine Frage zum Programm haben wir Gerne. geklärt. Robert fragt noch, wie kann man mehr über das Revisionssystem lernen? Direkt. Am besten ein bisschen bei mir im Blog lesen. Ich meine, Reversionssysteme, das war jetzt wäre ein anderes Thema, weil wie ich ein Trading-System ausgestalte, welche übergeordnete Tendenz ein Trading-System hat, das bestimme ich mit dem Entry. Ob ich einfach pro- oder antizyklisch einsteige. Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Ich kann entweder mit dem Trend oder gegen den Trend einsteigen. Und ein Reversionssystem steigt einfach gegen den Trend ein. Und ja, wie kann man das lernen? Zum Beispiel mit diesen Basiskursen hier, ja. Vor allem mit dem Basis-Trading-Kurs und dann natürlich auf meiner Homepage gibt es Dutzende Blogbeiträge, die man sich durchlesen kann über dieses Thema. Super, also ganz großer Mehrwert. Super, Thomas, an der Stelle. Und Revisionswieder, es sind ja auch Countertrend, wird ja auch häufig gesagt. Wie gesagt, das ist gerade an der Börse so ein Thema, wo du sagst, du hast für eine Begrifflichkeit 10 verschiedene Definitionen. Das macht es manchmal wirklich noch schwieriger und kryptischer, aber am Ende ist es gar nicht so kompliziert. Ich will noch kurz auf den Alex eingehen, der so ein Stück weit eben sagt, na, da beschäftige ich mich doch teilweise lieber mit dem Trading, als hier sozusagen eine Logik ewig zu verfolgen und sitze gegebenenfalls auch Trades aus. Da muss ich sagen, ganz kurz, Alex, vor Vorsicht, Vorsicht. Aktien haben ja sozusagen das Grundprinzip einer steigenden Natur. Obgleich wir auch nach Japan blicken können, wo das 30 Jahre schon nach unten geht, Schrägstrich sehr unbefriedigend. Das heißt, hier muss man auch von Markt zu Markt gehen. Und zudem, wir erinnern hier an dieses Öldebakel mit dem Minus-Future im April, beziehungsweise halt zum Kontraktwechsel Mai, Juni, wo man sagen kann, teilweise sind gerade auch im Trading und wenn man jetzt insbesondere über dem OTC-Markt Margin-Handel betreibt, sei es jetzt Devisen oder Index-Trading mit CFDs, wo man einfach sagt, man setzt mit kleinen Summen große Beträge am Markt um, da muss man schon sein Risiko im Griff haben, weil einfach aussetzen oder aussitzen vielmehr, das kann zum Aussetzen des Kontos führen, nämlich dem Stop-Out oder Margin-Call speziell und dann ist das Konto platt. Zumal auch gerade bei gehebelten ja, Derivaten sozusagen, das hat jetzt wie gesagt nichts mit Aktien zu tun, hier auch in der Regel Finanzierungsgebühren fällig sind und die können über die Zeit natürlich auch das Konto dezimieren. Und so insofern ist es, ich will nicht sagen leichtsinnig, aber mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen, einfach zu sagen, dann sitze ich den Trade halt einfach mal aus. Bei einer Aktie ist das ein generell anderes Grundprinzip und auch eine andere Herangehensweise. Das hat ja auch Thomas dargestellt. Und insofern ist es sicherlich ein guter Mix, wenn man sowohl ein Stück weit Trading betreibt, da empfehle ich aber immer definitiv auch mit Chance-Risiko-Verhältnissen zu arbeiten, den Stop eben auch vernünftig nach einer gewissen Systematik und nicht willkürlich zu setzen. Bei Aktien sieht es wiederum anders aus, wenn man da natürlich den Investmentgedanken hegt und pflegt. Und da sind wir bei JFD in der Tat ja mit dieser kostenfreien Offerte rangegangen, um den Investmentgedanken zu pflegen. Bei uns im Intraday-Handel, wenn man Aktien kauft und verkauft aggressiv, werden Gebühren erhoben. Das haben wir auch in den AGBs stehen. Natürlich auch sehr günstige Gebühren, muss man am Ende des Tages sagen. Aber wir haben den Aktienpassus tatsächlich eingebaut vor dem Hintergrund, dass wir das als Investment sehen. Also klar kann man eine Aktie heute kaufen, nächste Woche verkaufen, aber nichts eben hier im Minutenchart. Das schlägt komplett dem Grundprinzip der Aktie und dem, was wir damit eben auch verfolgen, entgegen. Aber das mal am Rande. Ansonsten, Thomas, wie gesagt, ganz toll. Die Stunde wieder super rumgebracht.
Ich freue mich wirklich über diesen Mehrwert, den du immer wieder raushaust. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das weiter fortsetzen und intensivieren in den nächsten Wochen und Monaten speziell. Wir schließen uns auf jeden Fall bald nochmal kurz. Und überdies, wie gesagt, keine weiteren Fragen. Insofern komplett abgeholt. Ich kann nur nochmal aufrufen, wer von euch da Interesse hat, noch mehr vom Thomas zu hören oder auch spezielle Wünsche. Schreibt es ihm, schreibt es uns, support@jfdbank.de. Gerne eine E-Mail, dann können wir das Ganze nochmal spezifizieren. Vielleicht habt ihr auch irgendwo einen Themenwunsch. Das wäre auf jeden Fall super, super wichtig. Gut, Thomas, dann würde ich so langsam aber sicher zum Ende übergehen. Wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, danke für den Input. Für den einen oder anderen vielleicht ein Gerne. bisschen statisch oder statistisch, aber das Feedback, wie gesagt, durch den Chat hinweg positiv und ich fand es auf jeden Fall wieder sehr, sehr lehrreich. Und insofern freue ich mich auf das nächste Mal und bin gespannt, was wir da auffahren, Thomas, und wünsche dir auf jeden Fall rüber nach Wien erstmal einen schönen Feierabend an der Stelle und ich sag dir schon mal, dass wir spätestens in der kommenden Woche nochmal telefonieren. Alles klar, lieber Christian. Danke auch für die Teilnahme und dass ihr euch mit mir beschäftigt habt eine ganze Stunde lang. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Super. In dem Sinne, einen schönen Abend an alle und auf bald. Servus.